Aber Klitus ist ein Schnösel. Aber was ist mit deiner Operation? Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Aber ich will doch mit dir nach Elysium, aber wo ist das Problem? Welt retten. Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Das gilt vielleicht für Krawallgoal und Babygoal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Aber was mit deiner Operation? Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus. Aber Klitus ist ein Schnösel. Aber Klitus ist ein Schnösel. Klitus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin tausendmal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Klitus es verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst. Weil du im Schrott aufgewachsen bist. Weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber da würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach der Deponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Ich weiß nicht, was mit dem Sound los ist. Tut mir leid. Gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum die Deponia ja gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel, ein Raumschiff, um Deponia ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was war das? Elysium ist was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide. Elysium ist also ein Raumschiff. Elysium ist also ein Raumschiff. So ist es. Die Väter bauten Elysium, um Deponia zu evakuieren. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Leider reichte der Platz nur für einige wenige. Sie konnten nicht alle mitnehmen. Und was ist so toll an Utopia? Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blauen Himmel, klares Wasser. Kurz, es ist nicht Deponia. Warum passiert das alles jetzt? Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Sie sind um den ganzen Planeten verteilt. Nun ist alles bereit. Ulysses Leute haben den Zeitplan eingehalten. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf dem Planeten zurückfallen. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung abblasen. Aber das war die naive Goal. Ich glaube, ich habe alles verstanden. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber ich verstehe immer noch nicht ganz. Aber es muss doch einen Weg geben. Aber es muss doch einen Weg geben.
Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia, wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Dann nimm mich mit nach Utopia. Ach, ich pfeife auf Deponia. Dann lass uns zusammen Deponia retten. Dann wird es halt etwas arbeiten, na und? Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Dann lass uns zusammen Deponia retten. Ich habe es dir doch erklärt. Deponia zu retten wäre das Aus für Elysium. Es würde als weiterer Müllberg auf dieser Müllhalde von Planet enden. Aber ich kann so nicht leben. Wer könnte das besser verstehen als du, Rufus? Okay, nehmen wir das Letzte. Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir, ich krieg da das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest deine Chance, Rufus. Deponia hatte seine Chance. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber... Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Das musst du mir nicht sagen. Oh Mann, Alter. Krasser Scheiß. Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals Zweifeln zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rufus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann könnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt, wenn ein Armageddon da schon allein wegen, weil muss ja und so. Weil wegen muss... Warte, was? Weil wegen muss ja und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der zweite Teil war oder ist noch ein bisschen was folgt. Nee, geht noch weiter, gut. Ah, da bist du ja. Bereit zur Jagd? Janosch. Wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an Vordertabrund kämpfen. Scheide an Scheide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich habe meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Porta Fisco reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Passage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Porta Fisco bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das?
Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte es sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich. Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Boah, Rufus, ey. Voll gemeiner Typ. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Porta Fisco. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilungen vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich nicht den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Bozo ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. Ja. Ich würde sagen... Ja... Dahin. Ach so, wir spielen noch weiter normal. Ach, ganz normal, okay. Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Oh man. Wasserhahn. So. Schlau. Schild. Das Schild ist größer als der Pol. Ist nach oben für Sterne. Polarstern. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Ja, ist eine Idee. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Mist. Haben wir noch irgendwas? Schnee. Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuziehen. Hätte was. Klingel. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Okay, mehr gibt's hier, wie es aussieht, nicht zu finden. Warte, was? War hier noch irgendwas? Nee. So, drücke ich einmal noch. Nope, leider nicht. Gut. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt's hier nochmal irgendwas, was ich drücken kann? T. Vorsicht, der Tee ist heiß. Höre ich da eine Herausforderung? Nein, ich... Au! Verdammt! Ich habe dich ja gewarnt. Tee könnte ich doch mitnehmen eigentlich. Ja gut. Vorsicht. Das ist... Ja, gut. Au! Ich weiß, man hört das, hat das Klicken gerade ziemlich sehr gehört. Klopfzeichen. Plus, minus, was soll das? Okay, gut. Ich kann zwar... Okay, Leute, ich denke mal, das reicht jetzt erstmal für diesen Part. Oder für diese Aufnahmesession. 2 Stunden, 38 Minuten. Ja, hat schon was, ne? Oh Mann, ey. Das Ende bisher, also das, ne? Wow, haut mich schon ein bisschen von den Socken. Naja, ich denke mal, das wird gar nicht mehr so lange gehen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.
Hey Leute, willkommen auf das Endcard von Deponia 2. Chaos auf Deponia, mal wieder von Julian. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten. Rechts kommt ihr dann nochmal zu dem letzten Part von Deponia 2. Chaos auf Deponia. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Bis dahin, Hussa, bis zum nächsten Part. Willst du mich heule hier nochmal von vorn? Russa noch einmal von vorn.